So Leute, da sind wir jetzt beim dritten und vorläufig letzten Invasion Booster. Machen wir den mal auf. Mal gucken, ob wir hier raus irgendwas Cooles ziehen. Als erstes haben wir hier Lanova Kavallerie. Für 3 Mana 1-4 und für ein weißes kriegt die Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Meh. Phyrexian Battleflies. Für ein schwarzes 0-1 fliegend und ihr könnt schwarz bezahlen, die kriegt plus 1 plus 0. Könnt ihr aber nur zweimal pro Runde machen. Dann haben wir Dismantling Blow. Für 3 Mana instant. Ihr zerstört ein Artefakt und eine Verzauberung. Und ihr könnt 3 Mana kickern und dann noch 2 Karten ziehen. Das ist für 6 Mana eine Verzauberung und ein Artefakt zerstören, 2 Karten ziehen. Das ist nicht so schlecht. Dann haben wir eine Pinsir Spider. Für 3 Mana 2-3. Kicker für 3 Mana. Ich habe im letzten Video schon gesagt, Kicker war hier das Ding in dieser Edition. Sieht man auch hier dran wieder. Und sie hat Reach, also kann fliegende Kreaturen blocken. Und wenn ihr gekickert habt, kommt die mit einer zusätzlichen +1/+1 Mark ins Spiel. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir Exotic Curse. Für ein schwarzes, 2 farblose, verzaubert ihr eine Kreatur. Und die verzauberte Kreatur kriegt -1/-1 für jeden Standardlandtypen unter den Ländern, die ihr kontrolliert. Das heißt, habt ihr alle 5 Standardlandtypen, kriegt die Kreatur -5/-5. Das ist nicht schlecht. Shackles, 3 Mana, verzauberte Kreatur, die verzauberte Kreatur enttappt nicht und für ein weißes könnt ihr die zurück auf die Hand nehmen. Die hatten wir, glaube ich, aus einer anderen Edition in einem Video hier vorne schon. Wenn irgendwer das weiß, kann er es mir mal in die Kommentare schreiben, welche die jetzt war. Ich werde es eh vergessen nachzugucken. Dann haben wir Crown of Flames. Für ein rotes verzaubert ihr eine Kreatur, die Kreatur hat Dracheneffekt, das bedeutet, sie kann für ein rotes +1/+0 kriegen. Und für ein rotes könnt ihr diese Verzauberung zurück auf die Hand nehmen. Auch nicht so schlecht. Baron's Unmake, für ein rotes, für ein blaues, ein farbloses, es ist ein Spontanzauber. Ihr bringt ein permanentes zurück auf die Hand, dabei muss aber dieses Permanente die meiste Farbe am Feld haben. Oder zumindest muss sie gleichzeitig die meiste Farbe haben. Das heißt, sind die meisten Permanenten am Feld blau, könnt ihr damit blaue Karten bouncen. Sind die meisten Permanenten am Feld rot, könnt ihr rote bouncen. Sind die sowohl blau als auch rot gleich viele permanent draußen, könnt ihr euch aussuchen, was ihr bounced. So, dann haben wir hier unseren Obsidant-Akolyt für 2 Mana, davon ein weißes, 1-1, Schutz vor Schwarz. Und für einen weißes könnt ihr eine Kreatur Schutz vor Schwarz bis zum Ende des Zuges geben. Das war nicht so gut wie Mother of Runes, aber an für sich auch nicht schlecht. Shifan-Zombie. Für ein rotes und schwarzes 2-2 Schutz vor Weiß. Barbarian-Zombie. Die waren hier anscheinend richtig groß. Also es gibt einen ganzen Circle davon, das weiß ich. Der wurde auch nochmal reprinted, aber nicht mit diesen Namen. Aber sehe ich ganz cool. Dann haben wir Prohibit. Für ein blaues, ein farbloses, ein Spontanzauber. Ihr countert einen Zauber, der genau 2 oder weniger kostet. Wenn ihr den kickert, also für 4 Mana spielt, dann könnt ihr einen Zauber countern, der 4 oder weniger kostet. Das ist für sich nicht schlecht. Die Karte ist cool. Und zwar ist das Droma Attendant. Für 5 Mana 3-3, ihr könnt für ein farbloses könnt ihr den opfern, um ein blaues, ein weißes, ein schwarzes, hier drauf ist ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, in euren Mana-Pool zu kriegen. Das ist halt der, von dem Drachen ist er der Untergebene. So. Urborg Emissary, 3 Mana 3-1 und wenn ihr die Kegelkosten bezahlt habt, sind hierbei ein blaues und farbloses, dann könnt ihr permanentes zurück auf die Hand ihres Besitzers geben. Die war damals sau stark, heute ist sie so meh. Chromatische Sphäre, die wurde reprinted, Merodin. Für ein farbloses ein Artefakt, ihr könnt farbloses bezahlen, die chromatische Sphäre tappen, opfern und ihr könnt Mana beliebiger Farbe in euer Mana-Pool bekommen und dürft eine Karte ziehen. Das ist ziemlich stark. Und unsere Rare ist Koalitionssieg. What the fuck? Collation Victory. Für alle 5 Mana-Farben und 3 mehr. Es ist eine Sorcery. Und ihr gewinnt das Spiel, wenn ihr von jedem Standardlandtyp 1 beherrscht und von jeder Farbe noch eine Kreatur beherrscht. Dann habt ihr mit dieser Karte automatisch gewonnen. Ist ziemlich coole Karte. Ist ein Commander sogar gebannt, weil die da zu stark wäre. Aber ansonsten, ja, gut. Das war's mit den Invasion Boostern bisher. Da werden garantiert irgendwann bestimmt nochmal welche kommen. Aber das werden wir sehen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao.